Hallo und willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin's, euer Odo, und wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich. Yay! Jubel! Okay. Letzte Folge war eher kurz. Und viel ist auch nicht passiert. Wir haben zwar Dynamit entdeckt, aber nicht eingebaut in unsere Minen, und ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen werden. Als erstes wollte ich mir aber noch die Powerplants anschauen. Wir haben jetzt ein erstes Powerplant und tatsächlich wird bereits ganz wenig Energie gebraucht von unseren Pops. Wir können den Demand an Power sehr einfach erhöhen, indem wir in unseren Städten Elektrik einschalten. Und ich habe gedacht, ich mache das, nachdem wir ja in Dalmatien angefangen haben mit den Powerplants, fangen wir auch hier an mit den Electric Streetlights. Für 20 Elektrizität kriegen wir 100 Servicepunkte. Derzeit brauchen wir 3 Elektrizität. Das heißt, der Preis für Elektrizität würde sprunghaft steigen, wenn wir das machen. Aber gibt es auch einen Anreiz, dass die Leute hier eingestellt werden. Ja. Sag ich ja. Kommt es der Preis höher schon? Werden Leute eingestellt. So, mal das eine. So ein Kraftwerk produziert nicht allzu viel Strom. Wir werden deshalb wegen gleich einmal so, jetzt bessern wir hier was. Plus 15% Building Electricity. Okay. Also hier sollte eigentlich ein besserer Output sein, was das betrifft. Wir können uns das dann vielleicht anschauen und vergleichen mit einem Nachbarstaat oder irgendwas anderem. Also, ich sagen, wir machen da auch ein Powerplant. Und dann schauen wir uns an, wie die zwei zueinander sind. Dann sehen wir, ob es so stark unterschiedlich ist. Electric Telegraph unlocked. Minus 25% Void Exhaustion from Casualties, finde ich okay. Through the use of simple electric pulses, messages can be rapidly transmitted through codes across vast distances. Officers in a stuffy office can send commands to armies on the far side of the world instantaneously. What have God wrought? Tja. Sehr gut. Der Suezkanal sollte jetzt auch langsam aber sicher fertig sein. Muss man da. Sind bei 4200. 300 Leute können noch rein. Ich habe mir auch angeschaut, nachdem ich hier irgendwelche Leute gefunden habe, also nachdem ich herausgefunden habe, da haben wir Schweizer, die Schweizer Kapitalisten, die schauen nicht mehr gut aus. Die sind struggling. Das ist nicht. Aber die assimilieren langsam das auch schon.
entfernen. Schweizer und Norddeutsche assimilieren. Finden wir alle gut. Normalerweise sollten jetzt langsam aber sicher die Cash Reserves von den Kapitalisten steigen, weil ja die Elektrizität viel wertvoller plötzlich ist. Schauen wir mal, marktmäßig. Plus 44%. Prozent 6 zu wenig. Ja, müssen wir noch ein paar Urban Centers, vielleicht das Steirische, auf Elektrizität stellen. Wow, plus 70, und nicht, ob der das kann. Jetzt haben wir etwa ein Fünfer, das heißt wieder circa scharf. Wenn wir dann zurückspannen. Jetzt können wir bei ein paar Sachen machen. Nur für den Fall. Ja, sogar mehr als, oder? Jetzt haben wir circa die Hälfte, ja, ziemlich genau die Hälfte. Elektrizität. Na gut, wir haben hier die, im Journal gibt es da zwei Expand Power Plants und Booming Industry. Die möchte ich quasi beide erfüllen, wenn geht. Das sollte relativ schnell gehen. Dafür brauchen wir ein Level 5 Power Plant. Das heißt, wir werden hier noch einmal 5 Levels draufsetzen, also 4 Levels draufsetzen. Und jedes Mal, wenn sie fertig werden, werden wir ein weiteres Urban Center stellen. Zum Beispiel Österreich und Venedig brauchen extrem viel, weil da sehr große urbane Zentren sind. Yay, wir haben den Suezkanal fertig. Wir sind so gut. Ken, wir sind stolz auf dich. Nein, yay, du hast es geschafft. Finde ich nicht richtig. Hier Add und 1. Das können wir machen. Ich glaube, das würde auch die hier anstellen. So, Booming Industry. Dafür brauchen wir. Schauen wir mal. Welcher Mining-Rohstoff ist teuerst derzeit? So vor. Okay, gut. Schauen wir mal, ob wir Schwefel gleich billiger machen können. Oh, interessant. Der Schwefel wird noch immer mit Picks and Shovels rausgeholt aus der Erde. Dann wundert mich nicht, dass eine Ding wäre. Ah ja, und schon sind wir auf minus 6%. Gut. Anderes. Ist. Na dann, schauen wir mal Eisen.
können da direkt auf gehen. Es kostet aber 370 Explosives. Oh, sehr was. Ich könnte dazu. Warte mal, das kann ich machen. Ich wollte fast sagen, kann man auch auf die Pumpen gehen. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt, dass wir da jetzt Pumpen haben zur Verfügung. Na gut, dann will ich sagen, noch mehr Dynamit. Muss. Chemical Plants. Wir können tatsächlich machen. Das macht mehr Explosives. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Schauen wir mal, wie sich der Markt einpendelt, wenn wir das gebaut haben. Geben wir mal ein paar Tage. Okay, jetzt braucht er Glas natürlich. Die Elektrizität ist etwas teuer geworden. Aber ich glaube, die E-Werke sind voll. Wir produzieren im vollen Zustand 57 Elektrizität. Plus 50 einfach vom Kraftwerk und plus 50% von den Krückfällen. Okay, da kommen die 50% nicht zu. Das bedeutet, diese Umsatzverbesserungen machen tatsächlich nur das Produkt stärker und brauchen nicht mehr vom Ausgangsstoff, also vom Produkt. Ja, mal gucken, das woanders auch sehen. Ich habe da zum Beispiel einen Vorteil auf Getreide und so Zeug. Wow, okay. Vielleicht werde ich die Runde nicht mehr starten wollen, ich bin müde. Na gut, wirtschaftliche Zeug lassen wir hinter uns, gehen wir ein bisschen schneller weiter. Produzieren ein bisschen Geld, beziehungsweise ein bisschen Schulden, das heißt uns geht gut. Das da, weiß ich nicht, wie ich das jemals schaffen soll. Schauen wir mal, Engines sind ziemlich durch. Nur plus 10%, wir müssen also 50% steigern. Verstehe. Trade. Brauchen Eisenbahnen oder Engines? Interessant. Also nein, haha, ich bin so dumm. Roots sammeln 170 ein von uns. Improved Fertilizer, yay! Das können wir die Farmen wiederum besser bewirtschaften. Das ist ganz gut, weil unser
Fertilizer ist so billig und unser Sprengstoff so teuer. Mein Sprengstoff ist auch billig. Na dann, machen wir doch klar. Dingsbums. Rural, also warte mal, Rural Markt sagt was. Jetzt ist Kohle das teuerste. Gut, das heißt, wir fangen mit der Kohle an. Naja, wir machen auch drauf ich rein. Und Dynamite. Yay. Und dann schauen wir, was Ding gesagt hat. Ja, 30% finde ich gut. Gut, wenn wir Fertilizer auch gleich brauchen. Und zwar Rural. Das sind relativ wenig. Wir gehen mal die Rye Farms Fertilizers. Wenn Wheat Farms, müssen wir vorsichtiger sein. Da haben wir ziemlich viele. Und wir wollen schließlich nicht, dass der Fertilizerpreis ins Unermessliche steigt, bevor wir in der Lage sind, mehr Fertilizer zu produzieren. Das können wir mal lassen. So. In Venetien können wir ruhig profitabler sein. Ostgalizien, Westen. Sein. Dalmatien genauso, Kroatien genauso und genauso. Das sind die Staaten, die bessere Produktion haben. Istrien auch, weiß ich nicht, ob Istrien hat, aber Istrien ist ein wichtiges Ding. Partei. Naja, fertig also. Mähren, Zentralungarn, Steiermark. Du auch, mein Freund, Österreich. Urk, Südtirol, natürlich. Ein neuer Chip natürlich. Na gut, sagen wir mal, das läuft so. Marktpreise, Fertilizer ist gestiegen, Explosives sind gestiegen. Das heißt, mehr Explosives. Construction, mehr Chemical Plants haben wir drinnen. Passt von mehr Power Plants. Und dann Minen. Ja, freust du mich jetzt? Der letzte Schlag gegen sie war ziemlich offensichtlich. Müssen sie sich einmal holen. Ich hatte außerdem den Preußen im Bargut. So, schauen wir mal.
Preußen. Ist nicht mehr notorious. So, Österreich. Die drittwichtigste Nation auf diesem Planeten. Hinter Frankreich und Großbritannien. Puh. Unser GDP ist bei 90 Millionen. Ist nur noch knapp hinter der 120 von Großbritannien. Unsere Wirtschaft wächst. Also, unsere Wirtschaft wächst recht gut. Die Franzosen sind auch ein Wahnsinn, was die in ihre Wirtschaft gepumpt haben. Unser Standard of Living ist zwar nicht großartig im Vergleich zu den ersten zwei, aber im Vergleich zu Russland natürlich grandios. Auch Qing, Raj, circa so wie in den United States und Spanien und Osmanen. Hier ist auch schlechter drauf, aber die Niederlande sind dafür sehr gut. Und Schweden, ach, Schweden. Schleimer. Wie ist das eigentlich bei uns? Wir sind auch noch in Famous, aber nur noch auf 31. Hey! Ich hoffe, wir sind bald wieder tragbar für die Weltgemeinschaft. Labor Movement unlocked, oh yeah! Aber nicht. Bin mir ziemlich sicher. Social. Let's move on, Burschen, Mädels. Oh, wir wollen sogar gewinnen, den ich. Plommes halt. Sie würden Alliance machen, Defensive Pact. Schau dir was an. Was tut das? Nur um ja nicht Teil von werden. Wieder. Sie weiß, ihr habt nicht gut gehaushaltet in euren Ländern. Schauen wir mal. Markt ist natürlich auch hinüber, der preußische. Mecklenburg für sich gewonnen. Tatsächlich wäre es cooler gewesen, den Krieg zu führen, weil Hannover hat nicht nur Anhalt befreit, sondern wollte Pommern befreien. Aber dadurch, dass sie abgelehnt haben, oder beziehungsweise from the ground up. Was ist das? A lowborn man has risen as the popular leader of the intendant. Ja. With some not so pleased by such social mobility. Ja, das stimmt. He has earned his job, a character appears in Austria. A touching story indeed, but he doesn't deserve special treatment. Naja, wir sind super konservativ, oder?
echt verdunkelt und wieder verzweifelt ist. Finde ich gut. Nach den Intellektuellen ihn nur Dings machen, nur Ärger machen, sagen wir mal. Sie brauchen keine. Schau ich mal an, wie super ein Markt ist. Hannover. Und Bayern. Und Württemberg. Italiener da. Und Ägypten. Perfekt in Wirklichkeit. Members. Total vergessen. Sind 64 und ist noch immer Kaiser von Österreich. Der Mann ist mittlerweile wie alt? 70. Bin mir ziemlich sicher, dass er anfangen kann. Interessant. Wir automatisch Interessant Gebiet. Naja, machen wir da. Ich muss da sehen. Und aber wir könnten natürlich Amerika, damit wir warte mal, Louisiana fightet mit sich selbst. Wow. Broken Rivalries. Passiert irgendwie nichts dazwischen. Ja, aber da haben wir. Dann ist das 40. So, ich sehe gerade, wir sind fast durch mit dem Production Teams. Müssen wir importieren, fürchte Mexiko. Vielleicht. Außerdem, wir haben da wieder einen Haufen Bürokratie zur Verfügung. Kann man auch irgendwie da was machen? Nö. Das
Naja, ich meine, wir können da eigentlich nicht wirklich was ändern. Im Endeffekt haben wir gerade Typen an der Macht, die quasi alles erfüllt haben, was sie sich. Wenn ich das richtig Naja. Nachdem hier tatsächlich allzu viel passiert. Oh, warte mal. Ich sehe meine Truppen aktiviert. Was ist das? Oldenburg gegen radikales Oldenburg. Advanced. Ekelhaft. Sind ja beide furchtbar. Okay, na gut, mal lauf ein. Konflikt ist so langweilig, dass mich eh nicht wirklich interessiert. Ich meine, wenn sie mir was anbieten, dann bitte, soll sein. Oh, so machen wir nicht einfach so mit. Nicht bei der Revolte, zumindest. Okay, also die waren voll aus. Machen sie 57 Electricity und verbrauchen 5 Engines. Wahnsinn, dass es das nicht gibt. Hoffe ich. Was ist das? Aha. Ja. Und was ist los? Nix, ihr kämpft wirklich. Oh, die Radikalen werden gewinnen. Das ist die Armee haben. Und repeat. Society for. Ich glaube, die Frage.
Das Geschichte, das wäre gut, liebe. So, Kroatien, zeig mal hier. Wie schaut das bei dir aus mit dem Werk? Okay. Sie wollen, dass der Edmund Ducatius allerdings eben der das. Soft German. Dessen Garnisonen stehen. Transsilvanien und Westen, okay. Wenn ich das hätte, dann glücklich, sind glücklich. Was auch. Okay. Und Schluss. Oldenburg ist halt ein ganzes. Ja, ich hoffe, ich habe alles wieder ins Positive gebracht. Alles ist gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt etwas. Bis dann.